Das parlamentarische Partnerschaftsprogramm macht es möglich, dass in Kürze wieder eine Magdeburger Schülerin für ein Jahr in die USA fliegen kann. Diesmal fiel die Wahl auf Luisa Wilmerstedt. Wir waren bei ihrer offiziellen Verabschiedung dabei. Diesmal war es der SPD-Bundestagsabgeordnete und Magdeburger Stadtrat Burkhard Lischka, der im Rahmen des angesprochenen Programms des Bundestages die 15-jährige Schülerin des ökumenischen Dum-Gymnasiums entsenden kann und verabschiedete. Also ich bin Luisa Wilmerstedt, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Magdeburg, gehe auch hier beim ökumenischen Dum-Gymnasium zur Schule und bin sonst eine ganz normale Schülerin, ganz normales Mädchen. Spiele Basketball, ziemlich engagiert, also dreimal die Woche habe ich Training und Klavier und weiß nicht. Ja, ich hoffe auch, dass ich mal die Möglichkeit habe, zu einem NBA-Spiel zu gehen. Aber das wird bestimmt ganz cool werden, dass ich dann auch an der Highschool Basketball spielen kann. Allerdings ist noch nicht genau bekannt, in welche Stadt oder welchen Bundesstaat Luisa kommt. Nee, das weiß ich noch gar nicht. Also es kann auch sein, dass ich das erst eben 2-3 Wochen vorher erfahre. Das kommt drauf an, wann sich eine Gastfamilie findet. Luisa muss sich also überraschen lassen. Wann soll es denn losgehen? Am 11. August geht der Flieger in die USA. Was erhofft sie sich von ihrem Aufenthalt in den USA? Also ich erhoffe mir von dem Aufenthalt, dass ich eben eine neue Erfahrung mache, dass ich neue Leute kennenlerne, die Kultur und das Land kennenlerne, dass ich natürlich auch meine Englischkenntnisse noch ein bisschen weiter verbessere und einfach diese Erfahrung meistere und die Situation dann da meistere, ein völlig neues Umfeld zu haben und das Land und die Leute kennenzulernen. Wie ist sie auf das Programm aufmerksam geworden? Also ich habe eben mir überlegt, ob ich ein Jahr ins Ausland gehen will und da sind auch nur die USA für mich in Frage gekommen. Und dann habe ich das im Internet eingegeben und mir wurde dann dieses parlamentarische Partnerschaftsprogramm gleich vorgeschlagen und ich habe auf der Internetseite geguckt und es hat mich interessiert und dann habe ich eben diese ganzen Anmeldungen bekommen und das dann ausgefüllt. In den USA wird Luisa Wilmerstedt eine Highschool besuchen. Andererseits kommen auch amerikanische Jugendliche nach Deutschland. Denn das parlamentarische Partnerschaftsprogramm ist ein Jugendaustauschprogramm, das auf Gegenseitigkeit beruht. Daran teilnehmen kann man nicht nur als Schüler, sondern auch als junger Berufstätiger. Unterstützt wird das Ganze durch ein Stipendium. Durch den Austausch soll der jungen Generation in beiden Ländern die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit vermittelt werden. Wie erfolgt dann eigentlich die Auswahl durch den Bundestag? Geht es nur nach Leistung oder auch anderen Kriterien? Nee, also ich denke mal, schulische Leistungen sollten schon in Ordnung sein. Also es ist jetzt bei mir kein Problem. Aber natürlich zählt auch sehr viel die Persönlichkeit und die Ausstrahlung, das Engagement, soziale Tätigkeiten, sowas alles zählt damit rein. Was macht Luisa neben der Schule in Magdeburg außer Basketball spielen? Ja, also ich trainiere auch die Kleinen von unserem Verein. Also den mache ich halt so Babysitten bei Freunden und sowas. Ja, ich weiß nicht. Sonst mache ich halt so soziale Projekte mit, helfe, wo es geht, wenn ich Zeit habe und Lust dazu. Naja, ich treffe mich halt gerne mit Freunden. Ich weiß nicht, mit Basketball hat es halt viel zu tun. Ich spiele außerdem noch Klavier und... Natürlich will Luisa während ihres Aufenthaltes in den Staaten auch Fotos machen und kleine Videos drehen. Ich denke mal, also sowas wie Prom oder halt... Ich weiß nicht, Homecoming-Ball, da werden natürlich immer Fotos gemacht, dass man die Erinnerung hat. Außerdem halt von Freunden, die ich da kennenlerne, von meiner Familie sicherlich. Ich weiß nicht, kommt drauf an, ob wir da mal Ausflüge in Großstädte machen oder das Land und die Leute kennenlernen. Auch über Blogs kann man sicher mitteilen. Das plane ich aber eigentlich auch. Also es gibt ja diesen Internetblog von Google Chrome. Das will ich mir dann auch zulegen. Das habe ich mir jetzt schon mal angeguckt, was man da alles so beachten muss, Einstellungen und sowas. Und da versuche ich dann je nach Zeit über meine Erlebnisse da auch zu berichten, dass auch meine Freunde praktisch wissen, wie es mir geht, ohne dass ich jetzt zu allen Kontakt immer habe die ganze Zeit über. Halt über Computer, Skype ist ja jetzt alles möglich mit Videoübertragung. Bleibt uns also nur noch übrig, Luisa einen guten Flug und eine nette Gastfamilie zu wünschen. Den notwendigen Reiseführer gab es schon einmal von Burkhard Lischka als kleines Geschenk. Wir haben vereinbart, dass wir uns mit Luisa nach ihrem USA-Aufenthalt wieder treffen werden.